Wenn ich oft so höre aus dem Kreise der Konkurrenten und Firmen, du hattest es ja leicht, du hast eine Marktlücke entdeckt. Wir haben eine Lücke hierher. Und wer eine Lücke erfunden hat, sage ich immer, der steckt nämlich in der Klemme. Er ist so fasziniert von seiner Idee, dass er in der Lücke, in der Klemme steckt. Ich komme aus dem sparsamen schwäbischen Allgäu. Und dort erzählt man eine Geschichte, ein Bergsteiger fällt in eine Lücke bei Hindelang und ist ganz eingeklemmt und kommt nicht mehr raus. Und plötzlich kommt oben das Rote Kreuz und sagt, hier ist das Rote Kreuz, worauf er antwortet, wir geben nichts. Die Mitarbeiter in den Betrieben wechseln und vergessen somit die alten Geschäftsbeziehungen. Und oftmals, wenn ich morgens die FAZ lese oder Handelsblatt, Wirtschaftsteil, und da steht Herr Geschäftsführer, Vorstand in staatlichen Gewahrsam genommen, U-Haft. Bei dem war man doch vor 2 Tagen. Ja. Die Leute von diesen Altlasten befreien. Sie hatten damals gerade eine neue Rettungsschere gekauft. Das kennen Sie, diesen Spreizer. Trinken Sie ruhig, wir schneiden Sie raus. Und ja, aber meine Herrschaften, die Feuerwehr hat auf diese Weise über 20.000 Mal Spenden gekriegt. Wenn Sie jemandem einen Kugelschreiber schenken, hat das ja auch nichts zu tun mit Ihrer Stahlbaufirma. Das ist ein Mittel, um sich bekannt zu machen. Das Tollste war das Programm zur Vorbereitung des Hinscheidens. Und dann kam die Idee auf, eine Testamentsvorbereitungssoftware zu erstellen, wo man 1000 Sachen gefragt wird, die Nummer des Schweizer Bankkontos und Bausparvertrag und all diese wichtigen Dinge. Und das hieß dann Game Over.